Wo beginne ich den zweiten Teil über die Vorstadt St. Nikolai? Im Westen am Stadtwald oder im Osten am Lindenbühl? Fange ich mit den Straßen an oder bei den Gaststätten? Oder vielleicht sogar in Pfaffenrode? Nun ja, irgendwie wird es schon weitergehen mit unserem Ausflug nach St. Nikolai, zu dem ich Sie recht herzlich begrüßen möchte. Beginnen wir am besten dort, wo ich bei der Vorstadt St. Martini straßenbedingt abgebrochen habe, und zwar im Osten am Lindenbühl. Los geht's! Während hier Bilder vom oberen Lindenbühl, den Türmen, dem Spendengraben und den Villen zu sehen sind, erzähle ich ein wenig über die Besonderheiten dieser Straße. Den Namen habe ich ja schon in der Doku über St. Martini vorgestellt sowie erläutert und brauche das sicher hier nicht zu wiederholen. Obwohl eigentlich noch auf St. Martini-Gebiet, möchte ich mit dem Fünfeckturm zwischen dem ehemaligen Neufortentor und dem Heimatmuseum beginnen. Wir erinnern uns, St. Nikolai beginnt eigentlich erst nach dem Museum. Da ich aber bei St. Martini in der Brunnenkreisstraße abgebrochen habe, geht es auch von hier aus weiter. Zwischen dem Neufortentor und dem Felchtauer Tor gab es einst 8 Wehrtürme und 2 Erkundungsstühle. Heute sind noch 3 Wehrtürme auf diesem Stadtmauerabschnitt vorhanden. Der letzte Turm am Lindenbühl wurde 1890 abgetragen. Kurz nach dem ehemaligen Neufortentor Richtung Westen steht ein recht seltener Fünfeckturm. Er ist ein Flankierungsturm und entstand im 15. Jahrhundert. Ein Flankierungsturm ist ein Wehrturm, der feldseitig aus einer Wehrmauer hervorspringt und somit das unmittelbare Vorgelände seitlich begrenzt. Von der Wehrplattform und den Schießscharten des Turmes aus ließen sich die benachbarten Mauerabschnitte seitlich mittels Fernwaffen verteidigen. Flankierungstürme haben meist einen halbrunden, kreisrunden oder rechteckigen Grundriss. Der Fünfeckturm ist der einzige Wehrturm dieser Art an der Mühlhäuser Stadtmauer. Die beiden anderen Wehrtürme stehen zwar auf Privatgrundstücken, können aber recht gut von offenen Grundstückseinfahrten auch stadtseitig gesehen werden. Der einstige Graben vor der Mauer wurde von einem Bach durchflossen, der sein Wasser zum Teil aus dem Popperöder Bach bezog. Hauptsächlich wurde er aber, so Rolf Aulep, von einer kleinen Quelle zwischen Spielbergstraße, Brunnenstraße und hinter dem neuen Brunnen gespeist. Dieser Graben war durch den Stadtzugang am Neufortentor geteilt in Brunnenkreisgraben, der oft auch Fuhlgraben genannt wurde, am unteren Lindenbühl und Spendengraben am oberen Lindenbühl. Warum hieß dieses Grabenstück eigentlich Spendengraben? Dazu vermerkt Dr. Altenburg in seiner Chronik. Hier wurden ehedem allzeit freitags vor Palmsonntag eine Spende gegeben, die man die große Spende nannte. Jedermann erhielt ein Brot und einen Hering zur Erinnerung, dass Gott der Stadt und den Bürgern die Gnade verliehen hatte, dass sie einst, als die Grafen von Hohenstein und Regenstein 1200 in die Stadt Mühlhausen eingefallen waren, die Raubritter aus eigener Kraft wieder hinausgeschlagen und besiegt hatten. Auch ein zweites Mal im Jahre 1249, da die Feinde die Stadt Mühlhausen durch List einnehmen wollten. Sie hatten nämlich ihre Soldaten auf Fuhrwerke und unter gefüllten Säcken verborgen in die Stadt gebracht. Der Torwache gaben sie an, dass in den Säcken Getreide wäre. Die Soldaten haben aber die Anweisung gehabt, sobald sie in der Stadt waren, sollten sie sich der Tore bemächtigen, alsdann wollten die schon im Hinterhalt liegenden Angreifer in die Stadt eindringen. Aber die Mühlhäuser Einwohner merkten den Betrug, ließen die Schutzgatter fallen, fingen an zu stürmen, liefen zusammen und griffen die Feinde dermaßen an, dass viele getötet und die anderen verjagt wurden. Dieses Ereignis des siegreichen gemeinschaftlichen Handelns hielt man durch die große Spende in Erinnerung. Die feierliche Handlung der großen Spende wurde seit dieser Zeit bis zum Jahre 1523 im Bauernkrieg aufrechterhalten, danach unterblieb sie. Solange die große Spende dauerte, mussten die Ratsherren und ihre Diener auf der Grenze, wo die Feinde herkommen, die Wache halten. So, das hätten wir mit Hilfe und den Worten von Dr. Altenburg geklärt, bis auf den Punkt der Grabenverfüllung. Diese begann schrittweise ab Anfang der 1880er Jahre und wurde etwa 1898 abgeschlossen. Wir bleiben beim Wasser, aber auf der anderen Straßenseite. Schon 1822 wurde Mischkes Badeanstalt mit 2 Badestuben eröffnet.
Sie befand sich zwischen Lindenbühl und Brunnenstraße. Der kleine Weg, der an der Ostseite vorbeiführt, heißt seit 2002 Mischgeweg. 1890 um das 17 Meter Schwimmbecken erweitert, wurde das spätere Stadtbad in den 1950er Jahren teilsaniert sowie umgebaut und 1985 wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen und abgerissen. Bis in die 1990er Jahre wurde geplant, wieder verworfen und neu projektiert. Schließlich entstand am Ende der 1990er Jahre und nach mehreren Baupannen auf diesem Gelände die Thüringen-Therme, die am 4. April 1998 eröffnet wurde. Gänzlich ohne Fördermittel erbaut, lädt heute ein modernes Freizeit- und Erlebnisbad auf rund 8000 Quadratmetern Fläche zum Badespaß ein. Trotzdem möchte ich noch für ein paar Bilder bei unserem alten Stadtbad verweilen. Viele Erinnerungen hängen daran. An die ersten Schwimmstunden, an die nicht immer einfühlsamen Schwimmlehrer, aber auch an den kleinen DDR-Freizeitspaß an den herbstlich-winterlichen Wochenenden. Bis zur Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2018 stand an der Ecke Lindenbühl-Wanfrieder Straße ein recht großes Gebäude, das einst zur Firma C. Schröder gehörte. Zuletzt vorwiegend zu Wohnzwecken genutzt, brannte es in jener Nacht größtenteils aus und musste abgerissen werden. Unter dem Keller befand sich eine kleine archäologische Sensation. Das Haus stand auf den Resten der ehemaligen Zwingermauer und deren Gebäude, die, wie im ersten Teil schon erwähnt, das innere und mittlere Felchterer Tor verband. Über 600 Jahre alte Keller, Mauerreste, Müll und sogar ein Brunnen wurden entdeckt und gesichert. Parallel zur Wanfrieder Straße, welches die wichtigste Straße dieser Vorstadt war und auf die ich später noch zurückkomme, verläuft die ehemalige Scherbengasse. Schon bevor sie 1869 erstmals erwähnt wurde, luden hier die Mühlhäuser ihren Müll ab, woher wahrscheinlich der Name stammt. 1883 wurde sie in Spielbergstraße umbenannt. Der Spielberg ist der 237 Meter hohe Berg, der allgemein als Stadtberg bezeichnet wird. Bis 1883 endete die Scherbengasse an der Brunnenstraße. Die restliche Straße, die heute ebenfalls Spielbergstraße heißt, wurde zuvor hinter der Weidenmühle genannt und endete an der damaligen Patrollgasse, der heutigen Lutherottstraße. Damit kommen wir auch zur ersten Gaststätte. 1862 erwarb Gottfried Weimar, ein bekannter Bierbrauer von Mühlhausen, ein großes Grundstück gleich am Anfang der Scherbengasse. Hier ließ er ein Gebäude mit Vereinsräumen, Saal und Kegelbahn errichten. Zudem war hinter dem Gebäude ein großer Kaffee- und Biergarten sowie Tennisplätze. Damals reichte das Gelände bis an die Brunnenstraße, die eigentlich Borngasse hieß, heran. Ab 1943 als Bürgergarten vom Gastwirt Papst geführt, war das Objekt im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzhilfskrankenhaus vorgesehen. 1952 wurde aus dem Bürgergarten das Haus der Einheit, das als Clubhaus des Rates des Kreises genutzt wurde. 1959 wurde es Mensa der Pädagogischen Hochschule. Nach deren Schließung Mitte der 1990er Jahre war dort noch für kurze Zeit eine Großküche. Die Nebengebäude dienen den Boxsportlern des SV 1899 Mühlhausen e.V. als Trainingsstätte. Nachdem die Spielbergstraße die Friedensstraße kreuzt, stand bis 1980 die Börse oder in Mühlhäuser Mundart die Börse.
Woher dieser Name stammt, ist weitgehend unbekannt. Ursprünglich war es wohl ein altes Fabrikgebäude, welches 1886 von der Stadt gekauft wurde. Dort wurde ein Teil der Insassen des in jenem Jahr abgebrannten Margaretenhospitals untergebracht. Nachdem das neue Krankenhaus am Schadeberg fertig war, richtete die Stadt dort Wohnungen für Obdachlose ein. Mit den Jahren drückten die Mühlhäuser der Bürge und ihren Bewohnern einen negativen Stempel auf. Diesen schlechten Ruf wurde das Haus in der Spielbergstraße 13 und seine Bewohner bis zuletzt nicht los. Bevor wir zur westlichen Brunnenstraße kommen, möchte ich auf die Straßen rechts und links der Spielbergstraße etwas genauer eingehen. Da wäre einmal die Lutherothstraße, die vor 1906 den Namen Patrollgasse hatte. Hier hatten die Wächter ihren Patrouillenweg seit der Errichtung der äußeren Stadtmauer bis zu ihrem Abriss. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts waren die Mitglieder der Familie Lutheroth Bürger der Stadt Mühlhausen und stellten bis 1802 drei Ratsherren sowie einen Bürgermeister. Auch als Mühlenbetreiber machte sich die Familie Lutheroth, deren Stammhaus in der Fechterer Straße 10 zu finden ist, einen Namen. An der Ecke zur Wanfrieder Straße befand sich einst der sogenannte Lutherothsche Familiengarten. Die nächste Straße, welche die Spielbergstraße kreuzt, ist die heutige Friedensstraße, an deren Ende das Löwenehrenmal steht. Mit diesem Namen wollten die Mühlhäuser ab 1946 ihrer Friedenssehnsucht Ausdruck verleihen. Zuvor von 1934 bis 1945 hieß sie Tannenbergstraße. Tannenberg war ein ostpreußisches Dorf in den westlichen Masuren. Heute heißt es Steberg und gehört zu Polen. Tannenberg war in zweierlei Hinsicht für die Deutschen von Bedeutung. 1410 wurde bei Tannenberg in einer der größten Schlachten des Mittelalters der deutsche Orden durch ein polnisch-litauisches Heer vernichtend geschlagen und im Ersten Weltkrieg besiegte die 8. Armee des Deutschen Kaiserreiches die russische Narew-Armee bei Tannenberg. Von ihrer Ersterwähnung 1928 bis 1934 hieß die Straße nach dem Löwendenkmal ganz einfach Denkmalstraße. Die Dr. Wilhelm-Kilt-Straße führt von der Spielbergstraße zum Schillerweg. Von 1911 bis 1948 trug sie den Namen des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck. Der Demokrat Wilhelm Kilt war ab 1926 Innenminister der Weimarer Republik, von 1931 bis 1933 Bürgermeister von Dresden und Mitbegründer der LDPD der DDR 1945. Das imposante Haus mit der Nummer 20 war einst die Villa vom Garnfabrikanten Reise. Es wurde 1924-25 erbaut. Nach der Enteignung 1945 war dort für kurze Zeit die Biologische Zentralanstalt für Land- und Forstwirtschaft untergebracht, bevor es 1951 zum Pionierhaus wurde. Das Pionierhaus zog 1968 in das heutige Mehrgenerationenhaus. Von da an bis zur Wende 1989-90 war dann das Mühlhäuser Wehrkreiskommando dort untergebracht. Nach der Wende wurde das Haus an die Alteigentümer zurückgegeben. Südlich der Spielbergstraße verläuft seit 1949 die Puschkinstraße. Sie war zuvor ein Teilstück der 1418 erstmals erwähnten Straße hinterm Neuen Brunnen. Dabei steht Brunnen nicht für Brunnen im herkömmlichen Sinn, sondern für den neu angelegten Bachlauf des Poperöder Baches am Anfang des 15. Jahrhunderts. Von den relativ wenigen Bomben des Zweiten Weltkrieges, die Mühlhausen trafen, bekam diese kleine Vorstadtstraße am 11. September 1944 um 11.40 Uhr mit 6 Sprengbomben wohl die meisten ab. 8 Menschen kamen dabei ums Leben, 10 Häuser wurden völlig zerstört und 7 weitere teils erheblich beschädigt.
Wenn ich am Anfang des ersten Teiles sagte, es gebe in St. Nikolai keine öffentlichen Gebäude, so stimmt das nicht ganz. 1912 begann im ehemaligen Ärztegarten gegenüber dem Logenhaus hinterm Neuenbrunn der Bau eines Jugendheimes, welches am 24. Mai 1914 eingeweiht wurde und den Namen des deutschen Kaisers Wilhelm erhielt. Sozialgesinnte Förderer waren unter anderem Washington Röppling, der Sohn von Johann August Röppling, die Fabrikantenwitwe Maria Dorothea Klees, der Bankier Paul Mankewitz, der damalige Bürgermeister Adolf Trenkmann und der Fabrikant Adolf Gottfried Kroll. Am 1. November 1934 wurde das Jugendheim an die Hitlerjugend übergeben. 1945 war es Hilfslazarett und Kommandantur der amerikanischen Streitkräfte in Mühlhausen. Im September 1948 erhielt das Haus den Namen der Geschwister Scholl. Von 1968 bis 1990 war es dann Kreispionierhaus, ab 1992 Stadtjugendhaus und ab 2008 Mehrgenerationenhaus. Vorhin erwähnte ich bereits das Logenhaus hinterm Neuenbrunn 27, heute Puschkinstraße 3. Bevor es am Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut wurde, gehörte das Haus zur Weidenmühle. Schon 1891 betrieb die Loge Hermann zur deutschen Treue hier ein nicht öffentliches Lokal. Um 1910 wurde die erste öffentliche Schanklizenz erteilt. Da die Lizenz für die Loge ausgestellt war und diese 1935 verboten wurde, erlosch auch die Schankerlaubnis. Nachdem die Räume zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Lazarett genutzt wurden, zog 1945 die neu gegründete Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, kurz DSF, hier ein. 1949 erhielt das Haus den Namen Puschkinhaus und eine neue Schankerlaubnis. Bis zur Wende wurde im Puschkinhaus so manche Tanzveranstaltung abgehalten und auch der Biergarten war immer gut besucht. 1992 übernahm das auf Initiative der neu entstandenen Mühlhäuser Freimaurerloge gegründete Priorat für Kultur und Soziales als gemeinnütziger Verein das Puschkinhaus. Eine Straße oder besser Gasse dieser Gegend bleibt noch zu erwähnen. Die Nikolai-Kirchgasse verband von etwa 1407 bis 2001 die Straße hinterm Neuenbrunn mit der Wanfrieder Straße und dem Bastmarkt. Durch den Bau der innerstädtischen Umgehung der B249 wurde sie entfernt und ist heute ein Teil der vielbefahrenen Brunnenstraße. Wenden wir uns der Brunnenstraße zu, die wie bereits erwähnt eigentlich Brunngasse heißt, unter diesem Namen 1413 erstmals erwähnt wurde und zuvor Üsenacher Gasse genannt wurde. In diesem kleinen Filmausschnitt aus dem Jahre 1989 sehen wir noch einmal die Puschkinstraße, die Spielbergstraße mit dem Popperöder Bach, die Dr. Wilhelm Külz-Straße mit dem damaligen Wehrkreiskommando, natürlich die westliche Brunnenstraße und die Stadtbergstraße. Das gibt mir Gelegenheit, etwas auf die Geschichte des kleinen Konsums an der Ecke zur Bubergasse einzugehen. Hier war mit der alten Hausnummer St. Nikolai 169 von 1907 bis 1956 die Gaststätte zum Brunnenhof zu finden. Bereits 1883 wurde eine Schankerlaubnis für das damalige Viktualiengeschäft beantragt. Viktualien war eine spätmittelalterliche Bezeichnung für Lebensmittel. Die Schankerlaubnis wurde aber erst 1907 erteilt.
Nach Otto Jüdecke und Wilhelm Helmholtz erhielt 1931 Hans Buber die Konzession für die zwei Gasträume, die sich neben dem Laden befanden. 1948 übernahm Oskar Buber Laden und Gaststätte. Ihm folgte 1952 Familie Reins. Auf Betreiben des Konsums, einer der beiden ehemaligen Lebensmittelketten der DDR, wurde die Schankerlaubnis 1956 entzogen, der Lebensmittelverkaufsraum 1956 erweitert und der Brunnenhof geschlossen. Auch das Jugendstilhaus in der Brunnenstraße 29 war einst eine Gaststätte. Allgemein bis in die 1950er Jahre als Casino bezeichnet, Casino mit K und nicht mit C, wurde es seit 1898 von der Casino-Gesellschaft e.V. geführt. Das Casino hatte zwei Gesellschaftsräume, einen kleinen sowie einen großen Saal und eine Kegelstube. Des Weiteren gab es Lese-, Damen- und diverse Speisezimmer. Anfang der 1930er Jahre übernahm der christliche Deutsche Männerorden Hermann der Cherusker Mühlhausen unter der Führung von Dr. Spitow das Casino. 1945 wurde das Haus beschlagnahmt und bis 1953 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Danach war es bis zum Ende der 1990er Jahre ein Kinderheim. Nach 2000 nutzte eine Beschäftigungsgesellschaft Haus und Grundstück, bevor es dann verkauft und für Wohnzwecke umgebaut wurde. Nachdem am Anfang des neuen Jahrtausends mit dem Bau der innerstädtischen Umgehung der B249 begonnen wurde, war es vorbei mit der gemächlichen Ruhe einer Vorstadtstraße. Die Kilianikirchgasse wurde entfernt, die Brunnenstraße ausgebaut und für den Verkehr Richtung Westen fit gemacht. Ruhe und das alte Vorstadtflair findet man heute in der Brunnenstraße nicht mehr. Im Filmausschnitt sahen wir schon die Stadtbergstraße, die in das sogenannte Poetenviertel führt. Damit werden scherzhaft die Straßen und Gassen rund um den Goethe- und Schillerweg bezeichnet. Die Stadtbergstraße trägt diesen Namen seit 1894 und ist nach dem eigentlichen 231 Meter hohen Stadtberg, auf dem seit 1898 das städtische Krankenhaus steht, benannt. 1925 wurde das obere südliche Teilstück der Stadtbergstraße ab dem Goetheweg in Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße nach dem deutschen Turnvater umbenannt. Damit sind wir auch schon mitten im Poetenviertel angekommen. Hier möchte ich mit dem Schillerweg, der von 1880 bis 1934 Philosophenweg, von 1934 bis 1946 Masurenweg, dann wieder Philosophenweg und seit 1955 Schillerweg heißt Beginn. Dem Straßenverlauf folgend verlief hier die ehemalige äußere Stadtmauer bis zur Lutherortstraße. Neben dem ehemaligen Lehrerseminar ist ein Bauwerk in dieser Straße für Mühlhausen von großer Bedeutung. Das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, welches bei uns Mühlhäuser nur der Löwe genannt wird. Die feierliche Grundsteinlegung für das Ehrenmal, dessen Baukosten mit 120.000 Mark veranschlagt waren, erfolgte am 27. Oktober 1927. Als Baumaterial wurde einheimischer Travertin verwendet. Das Denkmal, welches nach den Entwürfen des Charlottenburger Architekten Karl Christoph Lörcher und des Berliner Bildhauers Max Kruse gefertigt und von den Mühlhäuser Firmen August Schreiber und Karl Schilling geschaffen wurde, war am 5. Juni 1928 fertiggestellt.
Die Einweihung erfolgte unter großer Beteiligung der Mühlhäuser Bevölkerung und der Vereine am 5. August 1928, 10 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Am Schillerweg 51, gleich neben dem Löwenehrenmal, befand sich in der Villa Rosenhof von 1958 bis 1967 die Jugendherberge Heinrich Pfeiffer. Nach ihrem Umzug in die ehemalige Thomberg-Gaststätte nutzte der VEB Röhrenwerk die Villa. Wo ein Schiller, da ist ein Goethe nicht weit. So auch beim Goetheweg, der südlich oberhalb des Schillerweges verläuft. Verbunden sind sie unter anderem durch den Kopernikusweg, den Lerchenweg, die Stadtbergstraße, den Eckermannweg und den Poetenstieg. Wer Kopernikus war, wissen wir alle. Was Lerchen mit E sind auch, ebenso was Poeten sind. Wer aber ist oder war Eckermann? Johann Peter Eckermann war ein Freund Goethes. Von 1924 bis 1955 hieß der Weg Bozener Weg nach der oberitalienischen Stadt Bozen. Bevor der Goetheweg 1949 den Namen des Dichterfürsten erhielt, wurde er seit etwa 1385 als Böntalsweg oder auch Weg ins Böntal bezeichnet. Böntal ist eine mundartliche Bezeichnung für Bienental, welches sich vom Spielberg bis nach Vechter erstreckt. Das einst mit vielen Linden bestandene Flurstück bot ideale Voraussetzungen für die Bienenzucht. Was also gibt oder gab es am Goetheweg zu sehen und zu wissen? Da wäre einmal die ehemalige Privatklinik von Dr. Reschke. Die Klinik wurde 1924 erbaut und 1925, 1927, 1935 und 1937-38 erweitert. Nach Reschkes Frau wurde die Klinik Julianenheim genannt. 1959 wurde die Privatklinik als chirurgische Abteilung 2 an das Kreiskrankenhaus Mühlhausen angeschlossen. 1965 verlegte man die Chirurgie 2 wieder ins Haupthaus zurück und begann mit dem Umbau zur Kinderklinik. Am 12. November 1966 wurde die Kinderklinik unter dem Namen Otto Buchwitz und unter der Leitung von Dr. Volker Kuhberg übergeben. Sie bestand bis 1999. Im Jahr 2000 erwarb Familie Liebau das Anwesen für 75.000 D-Mark und baute es zu einer Alten- und Tagespflegeeinrichtung um. 1903 entstand am Böntalsweg 90 in einer Gartenanlage ein Vereinshaus, in dem ab 1904 auch Gäste bewirtet wurden. Es zeichnet sich auch heute noch durch weitläufige Wiesen, Spielplätze und schöne Außengastronomie aus. Auch trägt diese Gaststätte von Anfang an den Namen Luftbad. Zunächst vom Verein für naturgemäße Lebens- und Heilweisen betrieben, übernahm 1943 der Deutsche Volksgesundheitsverband e.V. das Luftbad. Von verschiedenen Pächtern betrieben, erwarben 2005 die Mühlhäuser Werkstätten Haus- und Außenanlage, bauten es für 250.000 Euro um und betreiben es bis heute. Was gab es noch am Goetheweg? Ach ja, die alte Windmühle am Poetenstieg. Über sie habe ich ja schon im ersten Teil etwas erzählt. Bleibt noch eine der unrühmlichsten Mühlhäuser Gaststättengeschichten übrig, das Haus des Handwerks, kurz HDH. Heute sieht man leider nichts mehr von einem der schönsten sowie beliebtesten Gasthäuser der Stadt. Hier die Stadtberggeschichte im Kurzüberblick. 14. Jahrhundert. Bau der Schafwarte. 1721. Umbau der Warte. Um 1830. Abriss der Warte und Bau einer Gaststätte mit Namen Kunzens Türmchen. 1862. Eröffnung des Spielberg-Restaurants. 17. Juni 1865. Kunzens Türmchen brennt. Oktober 1865. Neueröffnung der Gaststätte nach Wiederaufbau. 1866. Bau von Saal, Vorbau und Treppenhausturm. 1867. Umbenennung in Schneiders Etablissement am Spielberg. 1880. Umbenennung in Stadtberggaststätte. 1890. Vergrößerung des Saals. 1893. Bau einer Musikhalle. 1905.
Verkauf an die Thuringia Brauerei und Anbau am westlichen Gebäudeteil. 1913-14 Unterbringung der 11. Kompanie des 3. Bataillons vom Infanterieregiment 167. 1915 Kriegslazarett. 1927 Bau einer Glasveranda am Nordteil. 1928 Abriss der Musikhalle und Bau eines Musikpavillons. 1943 Deckungsgräben werden im Gartenbereich angelegt. 1945 kriegsbedingte Schließung der Gaststätte. 1945-46 Unterbringung von Umsiedlern. 1946 Wiedereröffnung der Gaststätte. 1948 Übernahme durch das Kommunalwirtschaftsunternehmen. 1950 Einzäunung des gesamten Grundstückes. 1955 Einbau einer Hängedecke im Saal. 1965 Übergabe der Gaststätte unter HO-Leitung an die Handwerkskammer und Namenswechsel in Haus des Handwerks. Oktober 1966 Beginn des Um- und Ausbaus. 20. Juli 1968 Übergabe des neu gestalteten Haus des Handwerks. Bis 1991-92 Das Haus des Handwerks am Stadtberg ist eine der beliebtesten Gaststätten der Stadt. März 1992 Der Stadtberg wird geschlossen. Bis 1995 Leerstand. 22. August 1995 Das Haus des Handwerks brennt nieder. 2000-2001 Beräumung der Brandruine und Baubeginn von Wohnhäusern. Natürlich habe ich nicht alle Straßen, Gassen und Wege des Poetenviertels erwähnt, es würde wahrscheinlich den Rahmen der Doku sprengen. Kurz möchte ich aber noch auf die Kettengasse eingehen, die ursprünglich der Hof der Kettenmühle war. Obwohl die Mühle erst 1894 abbrannte, wird die Kettengasse bereits 1866 erwähnt. Die Häuser auf der Straßensüdseite entstanden oft auf den alten Fundamenten der Mühle. Der einst offene Poperöder Bach wurde in den 1930er Jahren bis zur Lutherottstraße unterirdisch in Rohren verlegt. Von der Wanfrieder Straße bis nach Felchta führte einst die Breite Straße. 1876 wurde sie in Dorlaer Straße umbenannt. 1930 erhielt der Vogteier Platz seinen Namen. Er verknüpft die Dorlaer Straße, die Kettengasse, die Franz-Schröder-Straße und den Weg zur Roten Löwenmühle miteinander. Auf der Freifläche befindet sich ein Spielplatz, der alljährlich zur Mühlhäuser Kirmes durch die Kirmesgemeinde Vogteier Platz genutzt wird. Da sind wir nun in der Wanfrieder Straße angekommen. Aber auch hier beginnen wir am Anfang. Die Wanfrieder Straße beginnt am ehemaligen inneren Felchtaer Tor und endet an der Aue. Sie trägt offiziell seit 1876 diesen Namen, existierte aber schon viel früher. Damals führte sie aber nur bis nach Poperode sowie nach Felchta in die Vogtei und in Richtung Eisenach. Auch eine Wegverbindung nach Heierode ist schon damals denkbar, ist aber erst 1938 erstmals schriftlich erwähnt. Einiges aus dem ersten Straßenteil vom Lindenbühl bis zum Bastmarkt haben wir ja schon gesehen, so das Haus an der Ecke zum Lindenbühl, welches abbrannte und nun eine archäologische Fundstätte ist. Zum C. Schröder Areal gehört auch das C. Schröder Stammhaus. Mit diesem kleinen Haus begann die Firmenentwicklung. Auch die Überlandzentrale am Lenzeplatz war schon einmal zu sehen. Sie war in den 1950er Jahren ein Elektrogeschäft unter HO-Führung. Als das Autohaus in der Felchtaer Straße in den 1960er Jahren geschlossen wurde, wechselte diese Lokalität an den Lenzeplatz. Autos aber gab es dort nur in den ersten Jahren und später meist auch keine Ersatzteile. Nach der Wende nutzlos geworden, wurde das um 1910 erbaute Haus nach langem Leerstand im Jahr 2006 abgerissen. Was hat es mit dem Lenzeplatz auf sich? Dieser Platz vor dem Mauerdurchbruch zum Jacobiviertel ist seit 1919 nach August Lenze benannt,
der von 1894 bis 1899 Oberbürgermeister von Mühlhausen war und seit 1914 Ehrenbürger der Stadt ist. Der Lenzeplatz, auf dem es einst sogar einen Kiosk gab, wurde meist zum Parken genutzt. Gegenüber stand oder besser steht die Kugeleichsbühle und das Pfarrhaus von St. Nikolai. Die Engstelle am Lenzeplatz sorgte oft für Unfälle, wie dieser im Juni 1948 mit einer Straßenbahn. 1989/90 eröffnete genau in dieser Engstelle der erste und einzige Beate-Use-Laden von Mühlhausen. Im Haus St. Nikolai 111-112 an der Ecke Wanfriederstraße-Nikolai-Kirchgasse befand sich bis 1829 eine Schenke, die im Volksmund zur Trompete genannt wurde. Seit 1853 war der Gaststätte ein Materialwarenladen angegliedert, der 1913 in ein Lebensmittelgeschäft umgewandelt wurde. Seither hieß es Hotel Deutsches Haus, was 1949 in Hotel Europa umbenannt wurde. Ende 1957 stellte man den Hotelbetrieb ein und baute das Haus ab 1958 zu einem Wohnheim der Pädagogischen Hochschule um. Nachdem diese 1985 geschlossen wurde, stand das Gebäude über 13 Jahre lang leer und wurde 1998 abgerissen. Damit sind wir auch schon am Bastmarkt. Jedenfalls an der Kreuzung Wanfriederstraße-Bastmarkt-Nikolai-Kirchgasse. Hier wenden wir uns dem Bastmarktteil zu, welcher zu St. Nikolai gehört und der beginnt in der Wahlstraße am Grabenwall. Als an der Silbernen Ecke bis 1879 noch ein Mauerturm stand und der Wall noch nicht durchbrochen war, könnte es dort etwa so ausgesehen haben. Um 1687 wurden die Itschenteiche, was Froschteiche bedeutet, vor dem Hohen Graben trockengelegt. Danach entstand eine kleine Gartenanlage mit dem Namen Lustgarten. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Bau des E-Werkes ab 1895 war dort ein Reit- und Turnplatz, der auch Turnergraben genannt wurde. Diesen zeigt eine Zeichnung von Karl Michel recht anschaulich. Auch vom alten E-Werk am Bastmarkt ist heute kaum noch etwas zu erkennen. Das Eckgebäude zur Wahlstraße, in dem zu DDR-Zeiten die Verwaltung untergebracht war, wurde im Oktober 2009 nach Brand und langem Leerstand abgerissen. Ihm folgte ein Teil der Werkstätten und der Generatorraum im Jahr 2017. Das alte Verwaltungsgebäude in der Wahlstraße wurde grundsaniert und verlor dabei den Charme eines Industriebaus des späten 19. Jahrhunderts. Das jetzige Blau der Fassade passt weder zu einer alten Industrieanlage noch zum Zugang in eine historische mittelalterliche Stadt. Einzig die ehemaligen Tore des ersten Straßenbahndepots sind vom Bastmarkt aus noch erkennbar und lassen eine ehemalige industrielle Nutzung erahnen. Beim Betrachten der Bilder vom Bastmarkt dürfen wir nicht vergessen, dass nur der östliche Straßenabschnitt ab der heutigen Wahlstraße und der westliche Abschnitt bis zur Rosenstraße zu St. Nikolai gehören. Deshalb bleiben auch die Gasthäuser in dieser Straße hier unerwähnt. Aber die Körnergasse, die nördlich der Kirche verläuft und die einst auf dem Schulhof der alten Nikolaischule endete, möchte ich kurz vorstellen. Sie wurde bereits 1402 als Implantea Corneri, was nichts anderes bedeutet als Körnerstraße oder Körnergasse, erstmals erwähnt. Sie hat nichts mit den Getreidekörnern zu tun, sondern wurde nach einer Familie Körner, die dort um 1400 Besitz hatte, benannt. Die
Die folgenden Filmaufnahmen führen uns zurück zum Sonntag, den 12. März und zum Montag, den 13. März 1989. Von der Vechtaer Straße aus befahren wir die Wanfrieder Straße bis zur Aue und sehen uns anschließend nochmals den Bastmarkt in bewegten Bildern an. Zur heutigen Verkehrssituation ist das doch ein gewaltiger Unterschied. Viele der Gebäude, die im Film noch zu sehen sind, gibt es heute nicht mehr. Manche wurden durch Neubauten ersetzt, aber oft blieb nur eine Lücke. Zu jener Zeit noch genutzte Häuser, wie die Villa von Karl-Louis Müller, die damals noch ein Kindergarten war, verfallen trotz Denkmalschutz immer mehr. Ironisch könnte man sagen, die Häuserreihen lichten sich. So gibt es an der ehemaligen Pulverecke keine Ecke mehr, die Eckhäuser an der Durlacher Straße sind weg, den Kindergarten zwischen Wanfrieder Straße und Roter Löwenmühle gibt es nicht mehr und auch auf der Straßennordseite klaffen viele Lücken in den Häuserzeilen. Aber auch Neues ist hinzugekommen. So wurde der Lagerplatz des ehemaligen Kreisbaubetriebes an der Aue zu einem modernen Supermarkt mit Parkplatz und auf dem ehemaligen Kindergartenareal entstand ein Küchenmarkt. Sehen wir uns nun die Entwicklung der Wanfrieder Straße etwas genauer an. Beginnen möchte ich mit einer Zeichnung von Carmichael, die noch den gemauerten Straßenbach auf der Straßensüdseite zeigt. Auch die beiden folgenden Aufnahmen zeigen noch die Straße vor dem Bau der Straßenbahn und der Verfüllung des Straßenbaches. Wie ich schon erwähnte, war dieser Straßenbach laut Rolf Aulebs Nachforschungen der ursprüngliche Bachlauf des Poperöder Baches. Er floss an der ehemaligen Pulverecke auf die Wanfrieder Straße und folgte von da an dem Straßenverlauf bis zum Kugeleich und dem inneren Vechtaer Tor. Auffällig ist, und das wird besonders deutlich bei den Fotoaufnahmen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass es einst viele Geschäfte und kleine Läden in der Wanfrieder Straße gab. Das erinnert mich an die Situation in der Sondershäuser Straße oder der Langensalzer Straße. Nach und nach verschwanden die kleinen Geschäfte. Besonders dramatisch war das nach der Wende 1989-90. Aber auch zu DDR-Zeiten stellten viele Geschäfte, meist kleine Handwerksbetriebe, ihren Betrieb ein oder wurden von staatlichen Betrieben übernommen. Bäcker, Fleischer und Lebensmittelläden blieben aber größtenteils erhalten. Ähnlicher Schwund herrscht bei den Gaststätten. Von einstmals drei Gasthäusern gibt es heute keine mehr in der Wanfrieder Straße. Darunter auch der Rote Hirsch. Dieser war einer der ältesten Gasthöfe der Nikolai-Vorstadt und hatte damals die Hausnummer St. Nikolai 69. Der städtische Jägermeister Christoph Hunger ist 1531 der erste urkundlich nachgewiesene Wirt. Wahrscheinlich trägt der Gasthof deshalb den Namen zum Roten Hirsch in Erinnerung an seinen ehemaligen Beruf.
Oft quartierten sich Militärwerber im Roten Hirsch ein. Mit oft unlauteren Mitteln verpflichteten sie junge Männer zum Militärdienst in den unterschiedlichsten Armeen. So waren es um 1635 die Lüneburger, um 1735 die kaiserlichen Dragoner und um 1795 die österreichischen Husaren. Der Bierausschank in den Mühlhäuser Vorstädten war erst seit 1623 ein Fremde in Verbindung mit einer Herbergskonzession und ab 1685 an alle gestattet. Zum Gasthofareal gehörten Seitengebäude, eine Scheune, Ställe, ein Schuppen sowie ein Garten. Noch bis zur Übernahme durch die HO in der Mitte der 1960er Jahre waren bis zu 4 Fremdenzimmer im Roten Hirsch verfügbar. Wie fast alle Gasthäuser, die unter HO-Verwaltung standen, verfiel das Gasthaus immer mehr und wurde 2003 geschlossen. Dem Verfall dieses ehrwürdigen Gebäudes wird bis heute nichts oder nur wenig entgegengesetzt. Von Gasthaus zu Tankstelle. In den 1920er Jahren eröffnete an der Aue eine kleine Tankstelle ihren Betrieb. Diese überlebte auch die DDR-Minolzeit und ist auch heute noch, etwas größer und moderner natürlich, dort zu finden. Autowaschanlage, SB-Waschanlage und ein reichhaltiger Shop sowie immer freundliche Bedienung bereichern das Angebot. An dieser Stelle möchte ich ein Versäumnis aus dem ersten Teil zum Thema Industrie ausgleichen. 1901 ließ der Webereifabrikant Karl Pinkebank im ehemaligen Lutherotschen Familiengarten, der sich von der Kettengasse bis zur Weinfrieder Straße entlang der nördlichen Lutherotstraße erstreckte, einen Webereibetrieb errichten. 1904/5 entstand seine prachtvolle Villa in der Weinfrieder Straße 133. Gegenüber hatte der Bauunternehmer Karl Louis Müller, der um 1900 einen der größten Baubetriebe der Stadt besaß, im Jahre 1901 seine Villa errichten lassen. Sie war von 1950 bis zur Wende ein Kindergarten und ist derzeit leider dem Verfall preisgegeben. Noch steht die schöne Fassade, aber wie lange noch? Der hintere Teil des Hauses wurde bereits abgebrochen. Noch ein paar Worte zu der ehemaligen öffentlichen Bedürfnisanstalt an der Aue am Ende der Weinfrieder Straße. Am 6. August 1895 bewilligten die Stadtverordneten 1700 Mark für den Bau einer Bedürfnisanstalt für Männer im sogenannten Wäldchen an der Aue. Der Volksmund nannte sie Kampfhenkelsvilla wegen ihrer schönen Bauform und nach dem damaligen Stadtbaurat Robert Kampfhenkel. 1914 wird durch An- und Umbauarbeiten die Bedürfnisanstalt auch für Frauen hergerichtet, als erste in der Stadt. 1989 entfernte man das Bedürfnishäuschen und errichtete in Plattenbauweise eine kleine Kaufhalle. Nach der Wende war sie dann Matratzenverkaufsstelle und ist heute ein Imbiss oder wie die Anwohner sagen, die Dönerbude an der Aue. Da habe ich doch am Ende des ersten und am Anfang diesen Teils den Mund ein wenig vollgenommen. Die Vorstellung des Viertels nördlich der Weinfrieder Straße, den Schwanteich, Popperode und Pfafferode sowie des Stadtwaldes mit Weißem Haus, Prinzenhaus, Peterhof und so weiter werde ich auf den dritten Teil verschieben müssen. Ich hoffe, es hat Ihnen bisher gefallen und Sie sind dann auch wieder mit dabei.